Hallo, es ist Poolzeit. Badespaß. Dazu gehört auch den Pool sauber halten, das Wasser in Ordnung halten, die Pumpe putzen. Wie putzt man eine Pumpe? Das schauen wir uns jetzt mal an. So Leute. Pumpe. Ich habe putzt. Einmal wöchentlich. Und ihr müsst aufpassen. Die Pumpen tut man nicht einfach hier umschalten, sondern man muss sie ausstecken vorher. Man muss die Pumpe ausstecken. Bevor man die umstellt, das sollte man machen, erst wenn sie aus ist. Es ist nicht gut für die Membrane, dass man die während dem Druck umstellt, sondern lieber drucklos. So, dann schauen wir mal, was in der Brühe da rauskommt. So, jetzt tun wir da auf Spülen. So, das war Filtern. Und jetzt gehen wir auf Spülen. So, nachdem wir es umgestellt haben, tun wir das wieder einstecken. So, jetzt schauen wir mal, was in der Brühe nach einer Woche kommt. Ja, ganz schmutzig ist es nicht, aber sauber auch nicht. Man sieht schon, jetzt spült es richtig. Jetzt kommt der Schmutz mit, ne? Das Wasser ist schmutzig nach einer Woche. Das sollte man jede Woche machen. Wie lang? So lang, bis das Wasser sauber wird, so lang musst du es laufen lassen. Alles andere hat keinen Wert. Wir müssen die Pumpe so lange laufen lassen, bis hier am Schlauch wieder sauberes Wasser kommt, Leute. So lange muss es laufen. Das kann dir auch 500, 600 Liter Wasser kosten, aber das ist halt so. Da kannst du nichts machen. Erst wenn das Wasser sauber ist, vorher brauchst du nicht aufhören. Alles andere hat keinen Sinn. Schauen wir mal, kommt sauber jetzt Wasser? So. Ne, es kommt noch nicht sauber. Siehst du? Es ist noch schmutzig. Also dauert es noch ein bisschen. Dann lassen wir es noch ein bisschen laufen, bis sauber kommt. So lang, bis es sauber kommt. So lange müssen wir es laufen lassen, Leute. Wenn es sauber ist, dann kann man es ausmachen. Vorher nicht. Immer noch schmutzig, also lassen wir es weiterlaufen. In einem weißen Eimer siehst du es dann besser, ob sauber ist oder nicht sauber ist das Wasser. Ja, es wird schon besser. Das wird schon besser, aber es dauert noch ein bisschen. Dann lassen wir es noch ein bisschen laufen. Wir haben ja Zeit. Wichtig ist, bis es sauber ist, das Wasser so lange laufen lassen. Manchmal dauert es auch 10 Minuten. Aber die Woche war keine Badezeit. Das Wetter war auch nicht so schön. Jetzt wird es langsam sauber, das Wasser. Wenn Badebetrieb ist, ist das Wasser noch schmutziger, ne? Heute geht's eigentlich. Ein bisschen kommt noch Dreck. Dann lassen wir das noch ein bisschen. So, und jetzt, wie du siehst, ist es sauber. Jetzt ist es sauber. Ah, nicht ganz. Lassen wir noch ein bisschen. Ich glaube, ich rüttel noch ein bisschen am Salzfilter, mache ein bisschen so. Dann wird er besser durchgespült. So, dann wird er besser durchgespült. Dann kommt noch einmal der Dreck früher. Siehst du, jetzt kommt noch einmal der Dreck. Aber es dauert halt seine Zeit, Gottes Wille. Rom ist auch nicht an einem Tag gemacht worden.
Danach muss halt den Pool wieder mit 500, 600 Liter Wasser auffüllen. Was willst du machen? So ist es halt. Wichtig ist halt, dass der Sandfilter richtig sauber ist. Und das musst du halt machen, da kommst du nicht drum rum. So. Immer gucken, ob es sauber ist. Noch nicht ganz. Dann lass uns noch ein bisschen. Dauert halt seine Zeit, Leute. Jede Zeit, wo das läuft, kann ich euch zeigen. Auch wenn du einen Sandfilter hast, würde ich dir empfehlen, so ein altes Strumpf rüber zu machen. Guck mal, wie viel Dreck sich da gesammelt hat. Weil auch der Filter, das Feine, lässt er manchmal auch durch. Guck mal, no. Das ist lauter Dreck. Das ist lauter Dreck. Das machen wir jetzt auch sauber. Oder wir nehmen gleich einen neuen. Guck, in einer Woche, was für Dreck sich da hingesetzt hat. Siehst du? Das sind Fusseln, Hautpartikel, Haare, wo durch den Filter durchgehen. Und wenn du das hast, dann kommt das nicht wieder ins Wasser. Also so mache ich es halt. Hat sich bewährt. So eine Socke. Die Strumpfhose ist das. Oder so ein Probiersock vom Schuhgeschäft kannst du auch holen. Geht auch. So. Sauber machen noch. Dann kannst du ihn wieder verwenden. Genau. So noch ein bisschen. Ja, schauen wir, was das Wasser macht. Kommt jetzt sauberes Wasser, oder nicht? Naja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. So, dann tun wir den wieder rein. Kommt ja da wieder rein. Und dann schalten wir die Pumpe aus. Wie machen wir das? Erst stecken wir aus, die Pumpe. Lass mal ausstecken. Dann tun wir auf Rezirkulation erstmal. Und lassen das in der Pumpe erstmal zirkulieren ein bisschen. Da kommt jetzt auch noch ein bisschen Wasser rein. Raus. Aber es kommt nicht direkt in den Pool. So, nach der Regulation, das lassen wir auch so eine Minute ungefähr. Danach tun wir wieder auf Filtern. Wieder ausstecken. Runterdrücken und auf Filtern stellen. Auf Filter gestellt, einstecken, wunderbar. Ich habe hier eine Zeitschaltuhr, einmal drüber, passt. Da ist die Pumpe, die Sandfilterpumpe. Dann habe ich noch eine Pumpe für mein Solarpanel da oben, dass das gewärmt wird. Das wird durch die zwei Schläuche durchgepumpt. Dann haben wir hier noch vier Kalktabletten. Gehört auch in jeden Pool eine Tablette rein, immer zwischendurch. Thermometer sowieso, das weißt du. Ist es kalt, ist es warm. Das war es eigentlich, diese Grundsachen vom Pool. Und dann irgendwann mal kannst du wieder reinspringen, wenn das Wasser warm ist und das Wetter passt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, liken, abonnieren, wer noch nicht hat. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, wenn er noch kommt. Ciao, ciao, euer Matthias.